Wachtelvlog 19. Maulwurfserde, Rispenhirse und Legeleistung. Herzlich willkommen zum Wachtelvlog Nummer 19. Und ihr seht, hier gibt es wieder was zum Spielen. Ist auch jetzt gerade sehr, sehr gut besucht. Ich habe hier Maulwurfserde genommen. Wir haben einen sehr aktiven Maulwurf, der gerade seine Gänge erweitert. Da kommen jeden Tag ein paar gute Maulwurfshaufen dazu im Garten. Und das ist halt grundsätzlich eine schöne, feine Erde, die auch von recht weit unten aus dem Boden hochgebracht wird. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, ja, wenn du die eh abbuddelst, diese Maulwurfshügel, dann kannst du das gleich für die Wachtel nehmen. Und ihr seht, wie die Verrückten sind so beschäftigt. Ich habe übrigens hier noch Rispenhirse mit reingegeben in die Erde. Das heißt, dass die Wachteln hier auch so ein bisschen beschäftigt sind. Ja, ansonsten hier im Stall alles soweit entspannt. Hier haben wir unser Dschungel. Blätter sind immer noch gut. So, da hinten sehe ich, liegen die ersten zwei Eier. Auch da liegt ein Ei. Also die Suche ist etwas kompliziert in diesem Dschungel. Wie gesagt, beim nächsten Mal müsste ich schauen, dass ich die Äste, Zweige etwas kleiner halte, dass ich ein bisschen mehr Überblick habe. Ja, und ansonsten die Einstreu wird hier schön durchgearbeitet. Ich habe es auch schon umgelegt. Hier sieht man halt mal, wie schön fein und staubig die ist und auch vor allen Dingen komplett trocken. Ich sehe übrigens hier gerade, da liegt noch ein Ei. Und jetzt habe ich gerade ein sehr cooles Ei gefunden. Schaut es euch mal an. Ja, was denkt ihr? Was ist das für eine Krankheit, an der die Wachtel leidet? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. So eins hatte ich auch noch nicht. Und es wird ja immer in sämtlichen Foren gefragt. Mensch, keine Farbe am Ei oder mal ein dunkler Ring. Was haben meine Wachteln? Ja, jetzt sehe ich hier zum ersten Mal so ein Ei. Bin ganz erstaunt. Und ja, freue mich. Legeleistung vorgestern 24 Eier. Gestern waren es dann leider nur 16. Ich denke, das muss ich hier alles insgesamt noch etwas einpegeln. Aber es wird schon kommen. Die Wachteln sind jetzt 2 Wochen bei mir. Und ich denke so nach einer Woche ungefähr. Eine Woche ungefähr noch und dann haben wir eine anständige Legeleistung. Ja, Maulwurfserde. Wenn ihr sowas organisieren könnt, macht es. Super, ihr seht, was hier für ein Gedränge drin ist. Die wissen gerade nicht, sollen sie die Hirse fressen, sollen sie drin baden. Wer badet zuerst, wer darf am tiefsten tauchen. Mich freut das, dass die Damen sich hier so wohlfühlen. Und ja, das soll es dann auch gewesen sein, mit einem kurzen Abriss. Macht den Vlog Nummer 19. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, Kommentare, Anregungen, Hinweise, Lob, gern unter das Video. Abo nicht vergessen, um keines der weiteren Videos zu verpassen und die Glocke aktivieren. Bis zum nächsten Mal.